Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario 3D World und in der knackig schweren Spezialwelt. In den ersten beiden Galaxien habe ich schon ordentlich auf die Nuss gekriegt und wie wir sie hier sehen können, noch so gut wie nichts gesammelt. Falls das im letzten Part, falls ich die Sachen noch finde, ich nehme das ja gerade hintereinander auch mal wieder, dann sind die bei euch schon, Entschuldigung, im letzten Part dran gewesen, das weiß ich aber noch nicht. Also ob ich die 100% hier halten kann, wage ich langsam zu bezweifeln. Aber schauen wir uns mal die weiteren Level an. Also was haben wir hier auf dem Holzweg? Okay, was ist das? Ah, ich habe eine Vermutung. So Drehrollen und wir müssen bestimmt, dadurch, dass wir da rüberlaufen, wobei, Moment, hier könnte doch durchaus schon was versteckt sein. Nein, nur ein paar Münzen. Na gut. Aber stimmt's oder habe ich recht? Ja, ja, genau, genau. Und dann, uiuiui, nicht zu schnell. Brauchen wir... Na! Aber auch nicht zu langsam, das geht ja schon wieder gut los hier, ich Grobmotoriker. Also jetzt werde ich mein Leben wohl ordentlich verschleudern in dieser Welt, wie es aussieht. Und selbst in der letzten Welt, wir haben es ja im letzten Part mitgekriegt, selbst wenn ich dann versuche, nicht so krass auf die... wie der Gambo Gumba einen Abflug gemacht hat, wenn ich nicht so krass auf die grünen Sterne achte, trotzdem ist es ja nicht ohne, muss man sagen. Außer ich kann die fast nicht liegen lassen, das geht nicht. Das juckt so krass in den Fingern, die mitzunehmen und ich weiß nicht, ich will mein Katzen-Item nicht verschleudern, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier durchaus brauchbar wäre. Aber ich mag es nicht, ein Item in der Hinterhand aufzugeben. Nee, nee, ich behalte es erstmal. Erstmal das Level kennenlernen, wir werden hier bestimmt noch das ein oder andere Mal draufgehen. Oh ja, guckt mal. Und so kriegen wir doch auch zumindest ein anderes Item. Und das wird es bestimmt nicht ohne Grund geben. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Bestimmt brauchen wir das hier. Ach so, ja, ja, okay, okay. Braucht ihr doch erstmal einen kleinen Moment besichten. Na komm schon, genau. Und das Leben auch schade. Ich würde sagen, das kralle ich mir auch noch, aber nix ist. Oh, wie fies, oh, wie fies. Ich habe Angst. Lass mich in Frieden. Nein, geh weg. Apropos, ich freue mich jetzt erstmal. Oh, erstmal abnehmen. Ich will... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich finde Katze immer praktischer als Nacht. Du solltest doch auch genau feuern. Schon mal einen Weg frei machen. Dann kann ich mir... So. Das ist die Reise doch gleich entspannter. So, Mario, in die Richtung. Oh Gott, oder auch nicht. Verdammt, egal. Wir sind dran vorbei. Ah, Mist. Oh. Oha, oha. Das finde ich wirklich mal eine Ansicht. Da unten ist ein Stern unter dieser kleinen Rolle. Wieso? Ach, Moment, vielleicht dreht er sich mit. Ich wollte gerade sagen, wie soll man den denn kriegen, wenn man nicht gerade Superman ist und fliegen kann? Aber gut, ansonsten sieht man noch nicht allzu viel auf die Entfernung. Zumindest haben wir es in diesem Level mal lebendig bis zur Mittelfahne geschafft. Das ist ja schon mal ein Anfang hier. Ich denke dabei natürlich an den letzten Part und das letzte Level. Oh Moment, wie war das? War der Stern schon hier? Ja, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. So war es eigentlich nicht gedacht. Schade um das schöne Item. Jetzt müssen wir hier ein bisschen... Genau, uns vorbeidrehen, wollte ich eigentlich sagen. Oh, das könnte sich noch schwieriger gestalten als gedacht. So, komm. Ich will nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Genau, ach, verdammt nochmal. Genau deswegen. Das ist eigentlich schon fast Masochismus, dass ich Jump'n'Runs mag. Ja, ja. Weil eigentlich kann ich das ja sehr gut in so kleinen, frickeligen Stellen daneben springen. Kann ich sehr gut. Komm, genau. Dankeschön. Her damit. So. Sehr schön. Ich würde doch gern auch mal den Stern behalten. Aber ich traure trotzdem um das... Oh, guck mal, Leute. Da kann man hochklettern. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da auch was finden könnte. Ein Jammer, dass wir das Katzen-Item verloren haben. Das war echt doof. So, du bitte auch schon mal. Genau. Nein, das war zu weit. Aber ich mag diese Balance-Spielchen, auch wenn... Ja!
einen in die Verzweiflung treiben können, weil erstmal hier in die Safe Zone. Gibt's hier eigentlich irgendwie was? Hab ich jetzt gar nicht geguckt. So, nö. So ein kleiner Mittelstreifen, na gut. Hätte ja sein können. Oh! War eigentlich nur für den Gegner gedacht, aber aha! Ein Doppel? Wofür war das denn? Ist irgendeine spezielle Bewandtnis, dass wir da gleich noch irgendwie so eine Stelle, wo wir nur zu zweit weiterkommen? Und ja, falls nicht, hat sich das erledigt. War ja so klar, dass ich damit abschmiere. Oh Gott. Moment mal, ich glaube, ich habe da auch irgendwas übersehen. Oh, ob ich da mit einem Hechtsprung soll ich's wagen, Leute? Ich bin mal so doof. Nein, tatsächlich ist man wirklich so doof. Oh, da ist ein... Ach, natürlich, Leute, richtig, Rosalina. Klar, wir können jetzt mit Rosalina spielen, dass ich die nicht gerade schon von alleine ausgewählt habe. Ich habe gleich drüber nachgedacht. So war eine Macht der Gewohnheit einfach auf Zufall. Stimmt ja, im letzten Part ja freigespielt. Na gut, dann halt so rum. Ist mir auch recht. Hauptsache her mit dem Sterben. Verdammt. Hier hätte es doch so ein schönes Item gegeben. Jetzt müssen wir uns vor allen Dingen auch manuell um diese Bienenhornissen, was auch immer, kümmern. Und das ist immer gefährlich, verdammt. Da haben wir schon die Quittung. So, hier war das noch nicht. Noch eine weiter. Ich glaube, wenn ich genau... Wenn ich hier jetzt mal bleibe... Aber gut, eigentlich brauchen wir da ohne Rosalina gar nicht hingehen, ne? Das ist ziemlich unsinnig. Na gut, hätte man eigentlich echt drauf kommen können, dass man das hier mit Rosalina angehen sollte. Das, ja, genau. Wenn wir jetzt nicht schon an der Mittelflagge wären, dann würde ich ja sagen, wir gehen nochmal raus und schnappen uns Rosalina. Aber die sind echt gemein, ey. Die sind echt... Jetzt mache ich hier Faxen. Echt gemein, diese Röhren. Komm schon. Genau. Der Witz ist ja, dass ich die ersten Male, da ist es immer kein Problem, ne? Da ist man irgendwie noch vorsichtiger. Und dann... Und okay, ganz am Anfang hatte man auch noch Items, das muss man auch sagen. Da war gerade der... Boomerang sehr praktisch. Dass man die schön auf Distanz ausschalten konnte und dann seine Ruhe hatte. Apropos, den kriegen wir hier jetzt, wenn wir uns mal nicht dämlich anstellen. Komm her, blöder Goomba. So, sehr schön, es geht doch. Jetzt nur möglichst nicht direkt wieder verlieren. Komm hier mit Schmackes durch, genau. Und, boah. Kann man sich ja auch nicht so ohne weiteres umdrehen während der Fahrt oder während dem Lauf oder wie auch immer. Ich wäre schon fast schon wieder darüber gelaufen, aber das ist ja nur der Rosalina-Stempel. Springen müsste ich ja eigentlich öfter, ne? Um das Ganze so ein bisschen zu beruhigen in der Zwischenzeit. Jetzt zum Beispiel, genau, damit das Teil mal an... Ach, verdammt. Mal anhält. Nein! Das war nix. Oh Gott, ich werde sowas von sterben. Ich bin doch klein, Leute. Habt doch ein bisschen Erbarmen. Ein bisschen Gnade. Oh, ich kann hier... Ich will da hoch. Da fühle ich mich sicherer. Oh ja, stimmt, wir hatten eben irgendwo eine Kirsche gefunden, ne? Und die führt einen wahrscheinlich noch weiter irgendwo nach oben. Ja. Da oben sehen wir eine Uhr. Mysteriös, mysteriös. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir die gefunden hätten. Und ich mach's jetzt mal so. Ui, genau. Okay, also auch hier werde ich nochmal zu Besuch sein. Puh. Aber zumindest mal das Level abgeschlossen. Damit muss man ja jetzt schon allmählich zufrieden sein. Also auf jeden Fall, man merkt, der Schwierigkeitsgrad hat deutlich angezogen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob ich die ganzen Sachen noch finde. Das werde ich dann jetzt im Folgenden dann noch in Ruhe ausprobieren. Und wenn ja, schneide ich euch die natürlich überall jeweils noch ran.
erstmal geht es mir auf jeden Fall jetzt darum, alle Level zu sehen. Sonst hängt man ja auch ewig auf den... Ja, rauf auf den Zielfall ist wohl für jedes Level das Motto, oder? Okay, 100 Sekunden nur. Also dann, Nanu. Wollen die mich verarschen? Ja, wollen sie bestimmt, ne? Das ist wieder so ein ja, genau. Fake-Ziel-Mast. Alles andere wäre jetzt auch ein bisschen Banane gewesen, ne? 3 Meter laufen und da ist es. Okay, ich bin gespannt, was wir so... Aha, erster grüner Stern. Oh, nein. Der ist aber noch machbar. Das war doof. Diese Beschleunigungsfelder so im Nix, das ist fies. Das muss man erstmal... Aha, Stempel. Kann man sich schnell versemmeln. Durch diese unkontrollierte Beschleunigung dann. Oh, okay. Und ich sehe den nächsten Stern. Jawohl. Das läuft doch bislang gar nicht so falsch. Wobei ich auch... Oha, wir überholen den Zielmast. Ach, wahrscheinlich okay, damit man sich jetzt hier eine angenehmere Position fürs... Oder? Wie lange geht denn das noch? Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Ach was, und hier oben ist der dritte Stern. Und ich muss irgendwie mal an den... Nein! Ach krass. Ich dachte, irgendwann wäre man dann... Man müsste einfach weiterlaufen und irgendwann wäre man dann gleich auf mit dem Zielmast. Aber nix ist, da kann man quasi dann selbst entscheiden, wann man ranspringt. Und es ist dann wirklich auch eine Zeitfrage. Okay. Coole Idee. Mal wieder was komplett Neues. Und zumindest haben wir jetzt auch den ersten mitgenommen. Das stimmt mich doch schon mal direkt zufrieden, ne? Na, dafür das umso weniger. Das, was ich vorhin meinte, ist echt schwer zu kontrollieren mit den Boostfeldern in der Luft. Also auch hier wieder mal ein Level, wo Peach einfach Gold wäre. Und wieso habe ich schon wieder nicht Rosalina genommen? Verdammt nochmal. Bei der weiß ich mich noch nicht mal, was die für Fähigkeiten hat. Die da auch besondere Sprungfähigkeiten... Ach kommt Leute, ich gehe mal raus. Ich nehme sie mal. Ich will jetzt Rosalina sehen. Also ich bezweifle, dass die schweben kann. Ist jetzt nicht deswegen, aber... Ich will sie endlich mal ausprobieren. So, direkt wieder rein. Immer so dieses, wenn man das so drin hat, immer auf automatisch auszuwählen. Ja, da ist sie! Ready! Okay, meine Gute. Okay, springt. Ja, wirkt relativ hoch. Genau. Das habe ich gelesen, so eine Drehattacke. Also fühlt sich für mich so an, als würde sie ziemlich hoch... Oh, verdammt. Ziemlich hoch springen können. Ist auf jeden Fall schneller als Peach, wie es sich zu den anderen Charakteren verhält, weiß ich gerade nicht. Also langsamer als Toad auf jeden Fall, aber das ist ja klar. Ja, und ich glaube, hauptsächlich diese Drehattacke ist die Besonderheit. Und ich glaube, die ist verdammt praktisch, ne? Im Sprung zum einen, zum anderen auch für Gegner. Vielleicht, ja genau, hier sowas, um es mal zu retten. Da habe ich jetzt natürlich einiges an Zeit verloren. Vielleicht sollte ich die Boostfelder auch mal bewusst auslassen. Ich weiß nicht, ob das nicht... Ich mach's mal. Ob man dann Zeitprobleme kriegt. Ja, wahrscheinlich, ne? Wir waren eben am Ende mit dem dritten waren wir schon... Oh. Der läuft ja anders. Das sah eben so gescriptet aus, wie der lang läuft. Verdammt nochmal. Okay, da müssen wir jetzt allmählich ein bisschen Zeit gut machen. Stimmt, wollte gerade sagen. Hier konnte man doch ein bisschen abkürzen. Jawohl. Jetzt hier vielleicht ein bisschen springen, damit hier genau gleich noch eine... Wie man auch immer sie gerade nennen will, so ein Holzpanel zum Drauflatschen. Da ist. Oh Gott, 17 Sekunden. Ne, ich glaube jetzt auch, wo ich das. Ne. Wir wissen jetzt, wo der dritte ist und ich will jetzt erstmal. Verdammt nochmal, jetzt sag mir nicht, ich schaff das noch nicht mal. Der haut ja noch, das gibt's doch nicht. Der haut noch weiter ab. Wie fies ist das denn? Okay, also definitiv nicht zu viel Zeit lassen. Okay, Boostfelder also mitnehmen. Das macht die Sache mit den Sternen natürlich komplizierter. Oder man muss sich das aufteilen, dass man den ersten und den dritten... Ja, aber wir kriegen das jetzt einfach hin. So, fertig. Wobei, nein, ich habe Angst vor dem Boostfeld. Weil das ist dann echt hier schwer zu kontrollieren mit den vielen Lücken.
So, genau, sehr schön. Jetzt haben wir hier auch nicht so viel Zeit verplempert. Sieht doch gar nicht so falsch aus. Genau, hier wieder die Abkürzung. Möglichst ein paar von denen, genau, stehen lassen. Jetzt läuft es doch halbwegs. Also den dritten, ich weiß nicht, ob ich den jetzt wagen soll, weil eben waren wir noch schneller. Da habe ich halt den zweiten mitgenommen. Das ist gemein, das ist gemein. Ja, ich glaube, nee, ich traue mich das nicht. Nein. Ich werde selbst das hier noch nicht mal wieder schaffen. Boah, das ist echt gemeiner, als ich gedacht hätte. Boah, das hat Controller in den Fernsehwerfpotenzial, aber sowas von. Oh, stellt euch jetzt mal so ein richtig schön kleines, man muss doch nicht mein Kind sein, aber jetzt vor der Trotzphase und noch nicht so eine Frustrationstoleranz. Oh ja, das kann böse sein. Dann mit diesem Ziel, was direkt vor den eigenen Augen wegrennt, das ist schon böse. Schon böse, auf jeden Fall. Also wenn man da ein bisschen, ach kommt, ich nehme den beschleunigenden Streifen wieder mit. Wenn man da ein bisschen, ja doch, das macht schon Sinn mit dem Streifen. Wenn man da ein bisschen jähzornig ist, naja, da hat der Fernseher ein gefährliches Leben und der Controller auch. So, aber jetzt müsste ich es ja eigentlich schaffen von der Zeit her, ne? Jetzt habe ich doch eigentlich gut Gas gegeben. Oh, aber das war jetzt ein Fehler. Okay, ist gut gegangen. Okay, jetzt keinen Quatsch machen. Das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Wir versuchen es auch. Nein, verdammt, jetzt bin ich da hängen geblieben. Weil ich glaube, so Kleinigkeiten, eben waren wir nämlich noch schneller. So Kleinigkeiten können da schon entscheidend sein. Komm schon. Jawohl, und jetzt runter. Ja, ja. Oh. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Das ist halt das Gute an einem höheren Schwierigkeitsgrad in manchen Leveln. Man ist so zufrieden, wenn man es gepackt hat, auf jeden Fall. Ah, schön. Wunderbar. Und komplett, ne? Ja, okay, nicht oben ganz am Zielmast, aber da pfeife ich sowas von drauf, das ist mir jetzt wirklich egal. Hauptsache, wir haben hier mal wirklich auf Anhieb Stempel, alle drei Sterne. Super, super. Und ich glaube, jetzt brauche ich auch ein bisschen als Erholung. Captain Toad. Ja, bitte. Also das heißt als Erholung, das wird bestimmt auch schwer sein, aber zumindest auf eine andere Art und Weise. Okay, jetzt wird's wieder über Kopf, krumm und quer. Ja, schon wieder. Was ich an den Toad-Leveln so sehr. Ah, okay. Die P-Switches drehen also. Okay. Prinzip verstanden. Könnte dieser tolle Hinweis, dass ich die Kamera danke, dass ich die neigen kann, mal weggehen. Das ist einfach göttlich in den Toad-Leveln, dass man die Kamera so völlig frei, genau so, wie man das eingibt, drehen kann. Moment, wenn ich hier runter. Ja, genau. Stimmt gar nicht. Sagen kann ich den hier auch noch abgreifen. Aber den da unten. Den kriegen wir. Das war im ersten Moment so. Oh Moment, ich habe Angst. Ich warte hier noch lieber eine Runde. Zeit sieht ja eigentlich gut aus. Okay, zumindest noch. Ich weiß nicht, wir haben ja hier einen P-Switch. Was hier noch so kommt. Ich sehe auch nicht mehr viele grüne Sterne, ne? Ich sehe hier noch einen. Moment, können wir hier durch, ja. Quatsch, ich kann hier die Rampe rauf. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier rüberlaufen, drehen wir das Teil ja wieder um. Wo sind denn jetzt noch grüne Sterne? Aha, da oben ist noch einer. Ah, und da. Okay. Ja gut, rotieren wir weiter durch. Was anderes bleibt einem ja eh nicht übrig. Ich würde sagen, von hier kommen wir jetzt... Doch, da hinten. Okay. So kommen wir an keinen ran. Aber wäre auch ein bisschen sinnlos, wenn eine Perspektive gar nichts bieten würde. Oh Gott, das war eng. Ein bisschen schneller, dankeschön. Ach, oh, stimmt, das setze ich mit Toad nie ein, ne? Der kann ja auch ein bisschen schneller laufen. Merke ich gerade. Oh, das war Maßarbeit. Gut, nicht von mir, mehr vom Level. Aber der hätte jetzt natürlich auch gerade in dieser blitzenden Grütze sein können. Dann wäre es etwas schmerzhafter ausgegangen. Okay, das war, wo ich gerade links die Meinung sehe, von wegen das Toad-Level war ihm zu einfach. Ich meine, ich genieße gerade die Entspannung ein bisschen, aber das war für diese Sternenwelt dann wirklich was einfach. Aber ich nehme es gerade dankend an, weil die letzten Level, die haben wir schon echt geschlaucht. Der helle Wahnsinn.
So. Nehmen wir hier noch den Stempel mit. Eigentlich kann man anhand der Stempel auch sehen, dass da noch einige Level kommen müssen. Ich glaube nicht, dass man die einfach so hinterhergeschmissen kriegt. Ich überlege gerade, ob wir jetzt... sollen wir noch in ein neues Level reingehen? Das lohnt sich eigentlich zeitlich nicht mehr. Ich will halt so ein Level nicht so halb anreißen. Ich glaube, wir sammeln hier. Das haben wir jetzt mal nötig. Lieber erstmal noch mal ein paar Leben. Dann gehen wir das nächste Level im nächsten Part an. So, was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir, okay, Blatt. Wo ist es? Da, da, da. Jetzt. Jawohl. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich mach's jetzt mal leise, dann kann ich mich besser konzentrieren. Da, da, da. Bums. Na also. Und genau da, wo ich es leise gemacht habe, hat es nicht geklappt. Na super. Okay, egal, was soll's. Drei Leben. Besser als nix. Aber trotzdem, unsere Leben haben uiuiui. Hart gelitten. Oh, nicht nach unten gegangen. Okay, Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Aber vielleicht habe ich auch Angst vor dem nächsten Mal. Ich weiß es nicht. Was haben wir da eigentlich? Bombenspaß im Land der Blöcke. Okay, das klingt jetzt erstmal noch nicht so schwierig, aber in dieser Welt ist mit allem zu rechnen. Warten wir es ab. In diesem Sinne, Leute, bis dahin. Ich wünsche euch was. Euer Gorak. Ciao.